Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück. Wir sind unterwegs mit den Griechen und planen jetzt die Welt zu entdecken mit unserer ersten Karawelle. Wir haben hier nochmal Siedler, wo wir dann eine Stadt bauen. Und zwar genau an diesem Punkt hier, wo es uns auch vorgeschlagen wird. Das hatte ich eh ins Auge gefasst hier unten, weil dann kriegen wir noch ein bisschen was von diesen schönen Ressourcen hier mit. Aber erstmal müssen wir warten, bis die Universität von Oxford fertig ist. Und wir haben Prag entdeckt. Sehr gut. Ach, sehr gut. Wäre fast schief gegangen. Dann wäre unser Speer endgültig weg gewesen. Und den könnten wir theoretisch sogar opfern. Den brauchen wir eh nicht mehr. Diesen großen Kontinent, den haben wir erkundet. Das nächste, was uns bleibt, ist dann nur noch die Seeherrschaft. Wer die Meere beherrscht, beherrscht die Welt. Heißt es mal, das ist auch immer wieder zu sehen, wird auch immer wieder gesagt. Weil es einfach richtig ist und stimmt. Wer die Meere beherrscht, beherrscht den Welthandel mittlerweile. Die hat Zugänge zu allen Kontinenten, zu allen Punkten dieser Erde. Das nach 3, das ist nach 2, ne Quatsch, nach 2 Runden, irgendwas für 2 Runden. Ah, na, du Passerne. Weil dann sind die Universitäten hier fertig und wir können in Athen die Universität von Oxford bauen. Das wird ein sehr, sehr schönes Unterfangen. Weil dann haben wir 2 freie Forschungen. Und da dürfen wir nicht rein, da kann man nicht durch, müssen wir da oben lang. Hier der Korridor schließt sich langsam, das ist aber in Ordnung. Ruinen entdeckt. Da sind Ruinen. Dann macht sich doch mal bitte da jemand auf den Weg hin. Und zwar. Einfach hierher dingen. Bitte, danke, gern geschehen. So. Bin gespannt, was das wird. Ob wir wirklich die Ersten sind, die die Welt umrunden, aber ich glaube schon. Wir spielen ja nur auf dem Schwierigkeitsgrad Häuptling. Zum Lernen und Üben ist das sehr, sehr gut. Die nächsten Spiele werden etwas schwieriger, auf jeden Fall. Kaisergottheit ist dann das höchste, wo man, glaube ich, sofort angegriffen wird, wenn ich das mal gesehen habe. Ohne diese 6 Runden der Universität von Oxford, das ist ja nischt. Das ist ja quasi schon free, die Burg. Das bauen wir hier erstmal Stadt machen. Eine benötigt Befehle. Gehen wir zurück hier. Nochmal was, ach schön. Barbarenlager entdeckt. Die Karawelle kann, glaube ich, nicht angreifen. Ah doch, sie kann angreifen. Und ich stelle mal wirklich hierher. Weil die möchte ich dann eine Stadt bauen. Du brauchst 3 Runden bisher, bleib mal hier stehen. Fortify. Befestigen. Nächste Runde. So. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwelche GEMA-freie Musik bekomme, die hier ein bisschen im Hintergrund dudelt. Wenn das noch passt, wäre das natürlich super. Dass das etwas, ja, nicht ganz so steril wird. Schauen wir mal. Oh Gott, versus Bereich. Barbaren, extra ein Barbaren-Bonus noch. Du kannst schießen. Jawohl, weg damit. Können wir das Barbarenlager hier noch rausnehmen? Können wir die anderen sogar hochziehen? Die Galeasse. Produktion wählen in Sparta.
Die Alhambra, das brauchen wir alles nicht. Was habe ich jetzt gewählt? Kolosseum, oder nicht Burg. Dann ist das sicher. Angkor Wat in einem fernen Land gebaut. Aha. Okay, das spricht sich halt rum, wenn irgendwo was entsteht. Aber wir wollen jetzt erstmal die Weltumrundung. Hier kurz stehen bleiben. Du fährst einfach mal hier weiter. Nochmal Ruinen entdeckt. Also ich glaube, hier auf diesem Kontinent ist niemand. Da ist quasi noch Platz. Da können wir natürlich auch einen Brückenkopf bauen. Hier gibt es Baumwolle. Bison, müssen wir ein bisschen schauen. Also ich glaube schon, dass es hier noch einige Luxusgüter gibt. Dann könnten wir das hier unten nämlich aufgeben. Sydney! Ah, guck an, wir sind nicht die Ersten. Und das Schießpulver gehört uns. Du heilst, du fährst weiter. Forschung. Bankwesen, nicht Goldscheffeln mit dem Bankwesen, wer hätte es gedacht? Te saluto, Augustus sum, Imperator et Pontifex Maximus Romae. Si.
Tja, und wie ich gerade gesehen habe, habt ihr die ganze Zeit nichts gehört. Ich rede mal hier den Wolf. Aber jetzt ist das Mikrofon auch wieder angeschaltet. Tja, so ist es, wenn man das halt einfach mal ausschaltet. Ihr seid Hanoi begegnet. Sehr gut. Und ja, die Welt ist eine Kugel. Athen baut eine... Galeasse kann man noch bauen. Ah, da haben wir doch schon eine hier stehen irgendwo. Ah nee, Quatsch, die kann halt nicht. Vergiss das. Nochmal. Karavelle. Produktion wählen. Sparta baut. Baut in Sparta mal. Arbeitsboot, lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht. Siedlerbautrupp lohnt sich auch nicht. Kanone. Lohnt sich nicht. Ne Quatsch, einen Siedler haben wir ja schon. Sparta. Baue mir ein Musketier. Und du bleibst hier stehen, solange bis ich dich aktualisieren kann, was nämlich dann mit der Navigation geschehen wird. Wenn ich aus dir eine Fregatte mache, Tenochtitlan, eine Wassermühle. Immer noch stehen bleiben. Nächste Runde. Ja, das tut mir leid, dass ihr jetzt die ersten 3-4 Minuten nichts gehört habt. Oder was heißt die ersten 3-4 Minuten? Nach meinem Telefonat habe ich vergessen, das Mikrofon wieder anzustellen. Aber so viel ist eh nicht passiert. Ihr habt ja gesehen, eure Denunzierung durch den Feind ist beendet. Wer war denn das eigentlich? Ach, das heißt Segment. Der hatte schon länger nichts mehr zu melden. Ja, danke, das ist sehr gut. Und wir fahren hier in die Ecke. Da oben sind noch Barbaren. Die können wir uns auch noch kümmern. Nehmen wir nach Ruinen ein. Und die Navigation, 12 Runden. Dann steht einem gepflegten Seekrieg nichts mehr im Wege. Wir müssen mal gucken, welcher Stadtstaat noch ein bisschen auf Handel getrimmt ist. Eigenschaft maritim, weil Vilnius, bei Vilnius sind wir ja wirklich verbündet, aber sind ja noch kaufmännisch und wir handeln mit denen. Die sind kultiviert, da brauchen wir Kultur, irgendwie. Genau. Nächste Runde. Wir finden Überlebende. Also in der nächsten Stadt nieder. Und tragen so zum Wachstum bei. Okay, also hier oben brauchen wir eigentlich uns nicht niederlassen. Dennoch, vielleicht sollten wir das hier unten mal erforschen, das ist noch ein bisschen neblig. Da ist auch noch eine Ruine, vielleicht gibt es die ja sogar noch. Vilnius hat Wale, auch gut. Das ist eigentlich nicht so die feine englische Art mit den Walen, was zu machen. Aber doch hier eine gute Möglichkeit. Athens hat eine Karavelle gebaut. Und dann eine Bank. Du kannst Kisten und Städte gegen Marineeinheiten, bitte. Und dann was mit dir. Eine benötigt Befehle. Wir sind also quasi einmal rum um die Welt. Ich hatte das eigentlich noch so im Sinn, als ob das mal was Besonderes gewesen wäre. Und es herausgefunden hat, dass die Erde eine Scheibe, dass die Erde keine Scheibe ist. Wir haben 1700. Da war das schon klar. Ich glaube, Magellan war ein bisschen eher. Beziehungsweise Vasco da Gama, die da alle mitgemischt haben. Ich glaube, Magellan war es. Und dann kam ein gewisser Herr Mercator, der das Ganze von einer Kugel auf eine Karte projiziert hat. Auch ganz bekannt, die sogenannte Mercator-Projektion. Wer viel mit Mathematik macht, der hat es sicherlich schon mal gehört. Das ist eine ziemlich krasse Formel mit irgendwelchen Winkeln, die einem dann sagen, wo ein
wo eine gewisse Koordinate liegt, beziehungsweise wie man die Entfernung zwischen den Koordinaten berechnen kann. Verbotene Stadt in einem fernen Land gebaut. Was brauche ich denn, um die verbotene Stadt zu bauen? Das ist auch schon einiges nötig. Wir haben da Schwimmhühner, rotes Vor, Arsenal und Seele. Ich glaube, man hat mich gerade angegriffen. Ich habe es gerade mitgekriegt. Korinth. Was bauen wir in Korinth? Burkimei. Mehimei. Nicht Mehimei. Burkimei bauen wir nicht. Ein Aquädukt. Ihr habt mich doch nicht wirklich angegriffen. Das gibt's ja nicht. Ich muss ganz schnell hier durch. Ah, Marokko. Schön, schön, schön. Auf Wiedersehen. Sehr schön, haben wir Marokko getroffen. Nächste Runde. Dann sind jetzt, nein, noch nicht. Botschaft, Klarchef. Noch nicht alle sind bekannt. Einer ist noch unbekannt, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Hier ist Rom. Da ist also Rom. Wir haben die Botschaft angenommen. Und somit können wir da jetzt auch einen Spion hinschicken. Das ist gut, denn wir wollen unbedingt wissen, was Rom so kann oder was es nicht kann. Lass mal den Spion bewegen. Nach Rom. Als Spion. Mit nötigen Befehle. So. Das ist hier der Römer. Das sind irgendwelche Missionare von Marokko. Hoppala. Hier können wir noch schön runterfahren. Ah, jetzt sehen wir das vor allem hinten mal richtig, was wir über den Landweg nicht erkunden konnten, weil hier die Araber sind. Ne, Quatsch, nicht die Araber, die Inka. Aber dennoch ist unser Gebiet gut gelegen. Nach allen Seiten ausgerichtet. Wir haben auf jeden Fall einen Wasserzugang. Die Araber haben einen Wasserzugang. Theodora hat Meereszugang. Nur Monty halt nicht. Aber wir erkunden jetzt erstmal weiter. Wissen ist nun mal Macht Athen. Was wollte ich denn schon wieder? Irgendwas bauen. Gendarmerie, Garten. Zufriedenheit ist gut, Geld ist gut, ist alles da. Aquädukt haben wir noch lange nicht gebaut. Sparta entwickelt sich mittlerweile auch zu so einem Gerät. Hier haben wir noch einen Siedler. Der kann auch Gewürze klar machen. Den schicken wir ja her. Eventuell kommt ja dann noch ein bisschen was raus, wenn ihr hier gerade Klaviermusik hört. Ich hoffe, dass Google mir das durchgehen lässt. Das ist mein Nachbar. Der spielt gerne Klavier. Oh, hier ist aber einiges los. Der kommt ja nicht gerade schon mit. Von daher lasst euch davon nicht irritieren. Er spielt gerne Klavier. Und mich stört das jetzt nicht weiter. Im Gegenteil. Klassische Musik ist was, was in der heutigen Zeit doch eher klein geschrieben wird, aber dennoch eine gewisse beruhigende Wirkung hat, wie ich finde, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist jetzt auch gerade ein ganz bekanntes Lied, ich glaube, ihr hört es auch nicht. Nun ja, ihr wisst jetzt Bescheid, aus irgendeiner Werbung kenne ich das. Ein großer Händler ist geboren. Ach, hey, was meint denn ein großer Händler? Lass mal diese Karawelle hier weg. Rams. Genau, tschüss. Naturwunder gefunden. Fujisan und Almaty. Panama Stadt gefunden. Ach, ist das schön. Jetzt tauchen sie alle auf. Wer bist du hier? Sir Thomas, was kannst du denn machen? Handelsmission. Die großen Händler opfern, wenn die Handelsmission ausführen. Auf diese Weise haltet ihr eine große Menge und verbessert eure Beziehung zu diesem Stadtstaat.
Puh, das wäre ja zu überlegen, ob man es irgendwo tut. Was kann er noch? Der kann halt nur das. Eine Beziehung zu diesem Stadtstaat. Dann schicken wir den nach Hormus. Einheit benötigte Fehler. Sei unbedingt in die Stadt bauen. Oder lieber hier, weil es jetzt auch noch irgendwie ziemlich leer aus. Schickt euch mal hierher. Nächste Runde. Also, wir planen jetzt auf diesem Kontinent uns niederzulassen. Hier gibt es Kakao, Bison, Fisch, Schaf. Sieht ganz gut aus. Aber davon mehr beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Bis dahin, euer Thomas.